Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Planet Crafter. Ja, ich habe ja gesagt, ich werde das mal mit die Bäume in die Hand nehmen und ich habe schon ein bisschen fleißig vorproduziert. Wir haben hier 2, 4, 6, 8, 16 Bäume. Ich habe nochmal 4 in Produktion, die wir einfach nochmal machen. Und ich habe natürlich auch ein bisschen rumgetestet und einfach mal ins Blaue was zusammengemischt und dabei festgestellt, natürlich haben wir auch bei den Bäumen versteckte Sachen. Einen habe ich gefunden. Ja, wenn ihr nochmal so ein verstecktes Rezept habt, das gilt auch für Schmetterlinge, Fische oder Frösche, schreibt es gerne in die Kommentare, dass wir uns das gerne nochmal anschauen können. Und an dieser Stelle auch meinen ganz herzlichen Tipp für den Hinweis, in den Biomen mal ein paar Minuten länger zu bleiben, dass dort eventuell die Larven oder sonstige Gegenstände spawnen in unserer Nähe, die wir dann einsammeln können. Wir haben das ja damals schon in der ersten Staffel festgestellt, wenn man zum Beispiel in den Tempelstätten etwas länger bleibt oder auch im Pilzbiom, spawnen dann Larven, zum Beispiel für Schmetterlinge oder ähnliches, die man dann nutzen kann und die eben nur dort spawnen. Ja, dauert manchmal vielleicht eine Minute, dauert manchmal 5 Minuten, vielleicht auch mal 10, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, es gibt da für fast jedes Biom so eine spezifische Art. Ja, genau. Okay, gut. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier rein. Wir schauen mal, was wir noch so haben an Ressourcen, was wir noch machen können. Da hat man zum Beispiel das hier. Ist jetzt nicht unbedingt der schönste Baum in der Realität, aber wir machen ihn einfach mal. Und dann machen wir das eben, weil wir es können. So, da haben wir den. Dann kommen wir hier zu einem Thema, was nicht angegeben ist, aber was wir trotzdem mal nehmen, und das ist diese Kombination. Und die führt nämlich zu diesen hier. Der 350% ist jetzt nicht unbedingt das höchste. Ich habe ihn auch noch nicht angepflanzt, weiß auch nicht genau, wie gut er aussieht. Aber ja, wir gucken einfach mal. Das Ganze mache ich jetzt nochmal mit dem hier und mal sehen, ob er uns was gibt. Er gibt uns da nichts. Gut, dann kann man das nicht ändern. Dann machen wir einfach nochmal auf die normale Basis. Das ist so ein verstecktes, der ist nicht angegeben. Ja, das ist also eine helle Pflanze mit großen Blättern, haben wir nicht. Ne? Und ich mache nochmal eine Kombination normal. Ja, und dann kriegen wir hier diesen Pilz raus. Genau. Machen wir den nochmal. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Ich würde in der Zwischenzeit mal die hier nehmen und anpflanzen. Und da wir von den anderen Sachen hier genug haben, können wir das hier reintun. Jetzt haben wir natürlich Unwetter. Das ist nicht so schön, weil ihr mich kaum hört. Ja, da warten wir mal ganz kurz, bis das weg ist. Und wir können mal ganz gerne auf die Werte schauen. Da haben wir 783 Kilotonnen an Biomasse. Ja, das ist eine ganze Menge. Wir haben hier auf alle Fälle 10,7 Billionen Terraform-Index. Ja, das Terraforming ist ja beendet. Auch hier sind die Sachen ausgeforscht. Ach, seht ihr, ich wollte seit Ewigkeiten mal das hier machen. Warte mal, da will ich mal ganz kurz hier reinschauen, ob wir hier noch was sehen. Die blaue mit 1200. Mhm. Ja. So sieht das mal aus. Okay. Dann haben wir natürlich auch hier noch ein paar Sachen. Da können wir auch noch mal gucken. Ja. Ja, so im Großen und Ganzen haben wir hier alles, ne? Die Schilder oder so, die könnte man jetzt noch mal setzen hier, wenn man das will. Da. Wir können trotzdem noch mal gucken wegen die Microchips hier. Ich weiß nicht, wo sie sind. Da sind sie, genau. Ja, und da können wir gerne mal reinschauen, ob es hier noch was gibt. Nee. Das wundert mich ein bisschen, dass wir alle Baupläne angeblich so gefunden haben. Sehr komisch das Ganze. Aber wartet mal, bevor wir das jetzt machen, würde ich jetzt ganz gerne nochmal ein was mit euch auf alle Fälle tun. Und wir haben das nicht getan, weil ich das Gerät nämlich abgebaut habe. Und zwar das hier. Das werden wir uns jetzt mal organisieren. Und dann werden wir uns das Jetpack Stufe 4 bauen. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal 3 Aluminium. Ich muss das mal hier rausnehmen, sonst ist das uns zu hell, glaube ich. Das ist Alu hier. 1, 2, 3 haben wir. Dann brauchen wir Titan, Magnesium und Silizium. Ja, da ist es vielleicht besser, wir gehen auf die Plattform. Denn dort habe ich das nämlich alles vorbereitet. Das hätte man gleich machen können. Da habe ich auch alle Grundressourcen da. Und da ist das einfach schneller gemacht. So, was brauche ich denn noch? Ich brauche das, was habe ich hier drüben? Warte mal, nicht hier reingehen. Silizium einmal. Titan einmal. Magnesium einmal. Und da haben wir das Gerät. Wunderbar.
Okay, springen wir zurück. Ja, es ist immer die Frage, wo baust du es jetzt hin? Wo funktioniert es am besten? Ja, so ist es halt. Für den Moment würde ich sagen, wir setzen es mal hier hin. Aber ich denke, wir werden das hier nochmal umsetzen. Ne? Das ist nicht unbedingt der beste Platz, weil es halt auch ein bisschen groß ist. Ja, so machen wir das. Gut, und da sehen wir haben hier verschiedene Sachen. 2, 4, 6. Wir können auch gerne nochmal schauen, ob wir selber alles haben. Wartet mal. Ich muss mal, ich hatte den richtigen Rucksack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ein 6er, genau. Da haben wir auch den 4er und so weiter und so fort. Und hier das Jetpack fehlt uns halt. Und da können wir mal gucken, was wir brauchen. 2 blaue. Ja, das kriegen wir hin. Ja, da hole ich erstmal die 2 blauen. Weißt du was? Das kann ich eigentlich auch mal anpinnen. Natürlich können wir das anpinnen. Das ist überhaupt kein Problem. Luftfilter, Wasserfilter, das haben wir alles. Da gibt es auch nichts an Updates. So, dann fliegen wir hier rüber. Brauchen wir 2 blaue Quarze. Die haben wir auf jeden Fall. So. Dann, das kriege ich alles oben. Das ist kein Problem. Ja. Ich habe nochmal ein paar Baumtöpfe gesetzt, weil wir jetzt eine ganze Menge Bäume haben und die werden auch gleich fertig werden. Da muss ich bloß nochmal schnell hier rüber. Und dann können wir das mal uns zusammenbauen. Ich brauche also ein Schwarzpulver. Habe ich. Dann ein Iridiumstab. Das könnte eng werden. Nee, mittlerweile funktioniert es. Und ein Osmiumstab haben wir auch. Ja, und die andere Sache habe ich auch. Die haben wir ja im Inventar. Müssen wir ja nicht mehr rausnehmen. Ganz feine Sache. Gut, und dann können wir den Vierer bauen. Und der Vierer bringt uns einen Antrieb von 220. Wir haben vorher 190, sind also 30 mehr. Das merkst du schon. Das ist also überhaupt kein Ding. So, wartet mal. Ich mach das mal so hier. Ja. Das sind die Dings. Ja, jetzt kommt das hier. Dann hätte ich gerne Luft und Wasser. Genau. Dann kommt die Bauen. Die Konstruktion, ist das der richtige Dekonstruktor? Ja, und dann kommt das Licht. Ja, dann kommen die ganzen Chips hier und das. Genau. So, haben wir das alles. Dann machen wir den noch. Und dann haben wir es. Sehr gut. Und damit sind wir jetzt ein bisschen schneller. So, jetzt würde ich mal gerne hier schauen, ob es fertig ist. Sollte soweit sein. Jawohl, da haben wir das erste. Dann noch einmal die schöne Superpflanze hier zweimal und noch einmal Pilz. Ja, Bäume haben wir jetzt und da haben wir insgesamt 20 Bäume. Die Felder müssten wir auch noch frei haben und das werden wir uns jetzt einfach mal anschauen. Ich wäre aber jetzt hier in diesen normalen, wo das jetzt so ein bisschen schon bewaldet ist, wäre ich jetzt, ich fliege erstmal hier rum. Denn hier sind auch noch ein oder zwei. Da wäre ich jetzt nicht die besten hier reinsetzen. Hier können wir mal einen Pilz zum Beispiel reinsetzen, ja. Das werden wir mal machen. Hier oben können wir mal das setzen. Ob das dann schön ist oder nicht schön, das werden wir dann sehen. Es ist eigentlich das, was hier in groß ist, ist das in klein. Ne? Leider können wir die nicht so groß wachsen lassen wie die hier, aber die sehen in der Größe sehen die auch gigantisch gut aus. So, dann haben wir hier, der ist zwar ein bisschen nah, weiß ich nicht, ob das zu nah ist. Weißt du, das setze ich mal woanders hin. Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber das werden wir finden. Warte mal, wir gehen hier mal raus. So, dann habe ich, glaube ich, nee, hatte ich keinen, aber hier habe ich einen. Da setze ich mal den hier rein. Und dann schauen wir mal, wie der wächst. Hier haben wir auch noch so einen. Kann ich so noch einen reintun? Genau. Ja, und dann sind wir hier erstmal fertig, dann springen wir hier rüber. So, hatte ich hier noch irgendwas? Ja. Hier würde ich jetzt gerne mal so einen testen. Und das schauen wir uns auch mal an, weil der neu ist. Was der so bringt, ja. So, wenn das heute funktioniert, werden wir dann nochmal einen kleinen Ausflug machen. Die paar Minuten nehmen wir uns die Zeit. Aber ich möchte natürlich auch mit euch das hier genießen. Und ja, ich denke, das passt. Gut, wir gehen erstmal weiter. Wir kommen gleich nochmal zurück. So, jetzt habe ich hier natürlich noch einen wunderschönen, nehmen wir mal so einen rein. Ja, ein bisschen mischen einfach. So, dann haben wir hier noch einen. Was können wir denn da nehmen? Nehmen wir mal hier so einen Pilz noch. Hier nehme ich so einen. Und so einen blauen hier. Ja, das wird schon alles schick werden. So, dann habe ich hier noch ein paar.
So, dann haben wir das. Ja, dann muss ich jetzt mal gucken, wo die anderen sind. Ich habe ja noch ein paar gesetzt. Hier haben wir noch einen. Dann machen wir noch so einen schönen rein hier. So. Ja, ich glaube, das haben wir. Da müssen wir mal hier rüberfliegen. Muss ich hier mal ein bisschen über den Berg. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich die alle hingesetzt habe. Machen wir mal das hier rein, das ist schick. So, ich hätte gedacht, hier habe ich noch irgendwo. Ne, dann war es hier drüben auf jeden Fall. So, was können wir da reinmachen? Machen wir den rein. Sehr gut. Ne, hier ist nichts. Und dann haben wir hier drüben noch ein paar. Gesetzt. Muss ich mal gucken. Einer ist auf alle Fälle hier. So. Was mache ich denn hier rein? Mache ich mal den rein. Und ja, irgendwo habe ich noch zwei. Ich habe es extra gezählt, die frei sind und die, die ich gesetzt habe. Gesetzt habe ich ungefähr 10 oder 12 irgendwas. So, das ist der, den wir jetzt haben. Das ist der neue. Ja, sieht normal wie eine, ich sag mal, grob gesagt wie eine Palme, ganz normal. Also ein Palmenbaum, Kokosbaum, irgendwie sowas. Ja, was auch immer daran wächst. Früher oder später. So, ich muss mal gucken, wo haben wir denn die anderen? Warte mal, hier hatte ich noch einen, ne? Hatte ich hier noch einen? Nö. Hm, komisch. Ich habe das da extra abgezählt. Eieieiei. Naja, gut. Wenn ich es jetzt nicht finde, dann ist es auch nicht so schlimm. Hier habe ich noch einen, siehst du? Was setzt man hier hin? Hier so ein Pilzbaum. Naja, gut, das ist jetzt nicht unbedingt das Schönste. Aber was willst du machen? Ist das hier rausgewachsen mit so einem fetten. Ja, nicht schlecht, du. Liegt bestimmt am Grundwasser hier. Ja, sieht schon gut aus, ne? Also du kannst hier dir einen richtig schönen Dschungel zusammenbasteln, wenn du das willst. Das geht auf jeden Fall. Ja. So, hier hatte ich noch. Hatte ich hier nicht noch eingesetzt? Komisch. Ich hätte gedacht, hier war noch einer. Ich guck nochmal. Was haben wir denn? Wasser? Jo, passt. Hier hatte ich keinen mehr, ne? Hier hinten? Nee. Ja, mit den Cookies, das funktioniert jetzt auch. Wir haben jetzt Überschuss an Ressourcen. Ich kann sie momentan nicht verwerten. Das heißt, ich müsste mal vielleicht dann die Stationen anfliegen. Das heißt, die Außenposten, sofern es einer ist, an den Fracks oder so. Und dort vielleicht mal dann die Cookies einstellen, dass die dort beliefert werden. Das wäre natürlich dann schon eine Maßnahme. Könnte man machen. So, einen habe ich übrig. Ich sehe jetzt kein Dings mehr. Ich hätte gedacht, ich hätte hier noch eingesetzt. Siehst du? Ja, hast du auch. Siehst du, wenn der einen abreißt, müsste den woanders sitzen. Ne? So, dann versteckt man den hier noch und damit haben wir alle erfüllt. Das ist doch herrlich. Wunderbar, gut. Dann nehmen wir mal hier den Personaleingang von hinten. Genau. Und ich würde sagen, wir machen noch einen Ausflug in die. Das nehme ich mal mit, das nehme ich auch mit. Warte mal. Jo, haben wir. So, und da würde ich sagen, wir suchen uns nochmal ein schönes Wrack aus. Wir haben zwar jetzt schon ein paar Minuten hinter uns, aber das wird schon passen. So, ich brauche auf alle Fälle grüne Quarze, definitiv, ja. Die müssen wir uns holen. Warte mal, hier waren eins, zwei. Mhm. So, dann haben wir das auch. Was brauche ich? Ich brauche auf alle Fälle eine Brennstoffzelle. Ich brauche drei davon. Ich nehme davon mal so und so viel mit. Und wenn wir das haben, werden wir die raushauen. Ich nehme zwei davon mit. Das wird passen. Ich nehme drei Essen, drei Trinken mit. Sollte auch passen. Ja, und hier ist unser Pilzbäumchen. Ja, hier habe ich die mal hingesetzt. Ne? Ich hatte es ja letztens in der letzten Folge gezeigt. Da hatte ich gedacht, ich habe die noch oben. Nein, ich habe sie hier unten gesetzt, ob das hier auch ist. Es ist das Problem, die verschwinden momentan. Ja, hier sind normalerweise vier Stück. Und ich kann euch das auch mal live zeigen. Wir speichern. Ich gehe raus. Ja, ich gehe wieder rein ins Spiel. Und da sehen wir, dass sie wieder da sind. Genau. Ja.
Aber es kann sein, ich drehe mich einmal rum und dann sind sie schon eventuell weg. Ja, es ist ein bisschen komisch. Ja, das war alles vorher nicht da. Ich weiß nicht, woran es liegt. Nun ja. Okay, wir scannen mal. Fünfer. Seltenheit 4. Ich habe keine grünen. Das ist also mit die grünen. Oh, wow. Muss ich mal was anderes scannen hier? Ich habe keine grünen. Okay. Für seltene braucht er wirklich grüne, ne? Was haben wir denn hier? 5 zu 3 Schwierigkeit. Ich drücke nochmal drauf. Vielleicht kriegen wir auch was ohne grüne. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das gefällt mir. 3, 3 und 2. Das ist okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3 und 2. Das sollte passen. Ja. Das hier unten. Ne, das ist es nicht. Haben wir eins zu wenig. 3. Ich glaube, das ist zu viel. Ja, dann machen wir das mal. Dann haben wir das geöffnet. So, die Quarze verschwinden natürlich, ganz klar. Und ich würde sagen, wir springen mal durch und schauen mal, was wir mit einem 5er an Seltenheit und einem 4er Schwierigkeitsgrad bekommen. Gut. Weißt du, wie das aussieht? Das wäre mal irgendwo in einem Sand vor. Hier war ich aber auch noch nicht. Das ist für mich sehr neu. Gut. Das sieht aber gut aus. Das gefällt mir echt gut. Da bin ich froh, dass ich euch dabei habe und nicht alleine hier bin, weil das ist wirklich schick. Da drüben haben wir auf alle Fälle was. Hier könnte noch was sein. Kisten sehe ich jetzt gerade nicht. Kann aber aufgrund der Entfernung sein. Und ich schätze mal, hier hinten werden wir noch irgendwo was haben. Oder hier rechts. Das werden wir herausfinden. Geht es denn hier unten lang? Da wird ja wohl nichts sein, ne? Nee. Gut, dann schauen wir mal, ob wir Kisten finden. Wie gesagt, ich nehme jetzt nicht mehr alles mit. Wir gucken einfach. Und ich mache es wie immer in Richtung Uhrzeigersinn. Wir schauen einfach mal. So, wir haben in Richtung Westen haben wir das erste Frag. Ja, grün. Nehme ich auf alle Fälle mit, das brauche ich nicht. Da habe ich doch was leuchten sehen auf der Entfernung. Was ist denn hier los? Jetzt. Wow. Ich nehme die mal mit. Ich bin auch jetzt nicht sparsam mit Leuchtstäben. Ne, da ist nichts dahinter. Die werfen wir einfach raus. Ne? Und ich werde jetzt auch die Farben nicht mehr wechseln. Ich mache das mit grün. Und wir können das dann auch mit mehreren Leuchtstäben machen, dass man zum Beispiel, wenn wir in der zweiten Etage oder in die Etage hochgehen, dass wir dann einfach mal zwei ablegen. Ja, hier ist leider nichts dahinter. Das kann ja aber auch mal sein, ne? Ich versuche mal hier oben. Da ist noch eine Kiste, das war mir fast klar. So, ich nehme das mal mit. Ja, rein theoretisch brauche ich das alles nicht. Ich stelle das her. Müssen wir gucken. Zur Not werden wir was rauswerfen und dann ist das einfach so. Oder wir kehren mal zurück. Aber ganz ehrlich gesagt, wir brauchen nicht alles, ne? Ja. So, da ist nichts. Ich schau nochmal hier in der Mitte. Da ist noch eine Kiste. Sind sogar zwei. Eieiei. Na, guck mal einer an. Ja, natürlich können wir die Blumen und alles mitnehmen, wenn du hier die wirklich das alles vollrammeln willst. Aber am Ende geht es irgendwo auf die Performance. Am Ende haben wir das Terraforming schon erreicht und das ist nämlich genau das, was ich meine. Du hast Haufen Ressourcen und kannst sie eigentlich gar nicht wirklich verwenden, weil du schon fertig bist. Natürlich kannst du trotzdem weiterbauen, aber irgendwie finde ich, ist das der falsche Weg, dass das Terraforming so schnell beendet ist. Aber man kann es ja zum Glück selber einstellen. Und ich denke mal, wenn wir uns nochmal hier in das Spiel verirren, irgendwann wird das auch so werden. Das nehme ich gerne mit. Das andere lasse ich mal. Ja.
Da ist eine Kiste. Sehr gut. Ja, da würde ich mal sagen, wir bringen unsere Beute mal heim. Ist doch nicht schlecht, was wir gefunden haben. Waren auf alle Fälle aber Grüne dabei. Natürlich bräuchte man eigentlich die Grünen, um voranzukommen. Das heißt, für die nächsten Schlosssachen hier, aber, also sprich Schiffe, aber, naja, was willst du machen? Wir brauchen noch ein paar Figuren, und ich glaube, das sind die vier, die uns fehlen, ne? Jetzt muss ich mir überlegen, vier oder fünf, ja. Also wir müssten jetzt noch ein bisschen was finden, das wäre super. Ja. Gut. Das haben wir. Ja, so viel Knallzeug brauche ich eigentlich auch nicht, ne? Ich glaube, drei reichen erstmal. Gut, dann gehe ich nochmal rein und wir gehen mal Richtung Westen. Zu dem Frack, dann scheint es wirklich plus eins zu geben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das groß ist. Na, es müsste, ist eine 5er Seltenheit. Und das merkt man auch, weil ich hatte das in den ganzen Zeiten, hatte ich das hier noch nicht. Aber eine 4er Schwierigkeit, das reicht auch zu. Wir müssen es nicht so schwierig haben. Ja. So, da sind wir drin. Einmal hierher. Einmal eine Fackel. Sehr gut. Ach, siehst du, die Chips hätte ich noch raus tun können. Auf der anderen Seite. Ach, weißt du was? Das sind ja die Dinge. Ja, die brauche ich ja eigentlich nicht. Hm. Ne, die lasse ich mal da. So gut, dann gehen wir. Was? Wieso ist das immer auf das blöde Gelb? Eieiei. Na gut. Okay, dann einmal hier rum. Mhm, okay. Brennstoffzelle habe ich ja dabei, hoffentlich. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Sehr gut. Roraro, ich glaube, den habe ich. Ich nehme ihn trotzdem mit. Das könnte hier zum Generator gehen. Schauen wir mal. Ah, hier geht es nach unten. Will ich hier runter? Ich mache eine Markierung, dass das hier der erste Stock ist. Oh, haut er nicht alles runter? Bleib mal hier. So. So. Ja, cooles Zeug, nehme ich mit. Ja, da muss ich hier nochmal rein. Das ist auch nicht so schön. Das haben wir schon. Ja, schöne Sachen. Das ist okay. Kannst du machen. So, ich nehme mal ein Wasser. Ich nehme mal ein Trinken. So, dann haben wir wieder zwei Plätze extra. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir das hier markieren sollten. Machen wir mal. So. Gut, das war einmal nix hier. So, schauen wir mal. Ja, da werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Überlänge hier erzeugen.
Macht aber nichts, ne? Ja, ist alles dasselbe. Okay. So, da wären wir rausgekommen. Dann gehen wir hier rein. Mhm. So. Mal, wir hatten noch hier irgendwo einen Raum. Die hat man schon, ne? Genau. Hier war noch irgendwo ein Raum, genau, siehst du? Hatte ich hier noch einen, wo irgendwas offen war? Das war das? Nee, dann haben wir das hier. Dann ist das Untergeschoss, glaube ich, fertig, ne? Warte mal. Das hat man. So, da ist es eigentlich auch, wenn du hier ein Stockwerk runter gehst, ist es eigentlich schlecht, wenn du sagst 2. Ja, 2 für, ich bin 2 oder im zweiten Untergeschoss, so nach dem Motto. Ja. Weil nach oben ging es bis jetzt nie, es ging immer nur nach unten. Ja, das wäre eigentlich so die Maßnahme, die vielleicht auch ein bisschen Sinn macht. Hm. Aber hier oben hat man noch einen Raum, wo noch eine Kammer war. Auf jeden Fall. Ja, das lasse ich mal. Zur Not haue ich hier noch ein paar grüne Sticks raus, dann ist auch kein Problem. Siehst du, da war der andere. Sehr gut, dann haben wir den auch. Eigentlich alles nicht. Lassen wir mal so. Jetzt muss ich mal gucken. Da geht es eigentlich nach draußen, wenn ich das so richtig sehe. Mhm. Das machen wir auch erstmal. Weil wir erstmal schnell zurückfliegen. Denn ich würde mich erstmal entleeren. Ja. So. Und wenn ich das so richtig sehe, kannst du das sogar eigentlich hier so über... Die hat man, glaube ich, ne? Jo. So, mit die einfachen Barrieren kommst du hier nach oben immer weiter. Das siehst du ja an diesen Schrägen. Ja. Hier, das nächste. Und dann bist du hier oben. Also das ist schon sehr eindringlich gemacht, wie du hier eigentlich gehen sollst. Nur von oben siehst du das halt nicht, wenn du hier rauskommst, ne? Warte mal, wir müssen ja durchgehen. So. Aber so gesehen, von der untersten Warte, wenn du da ankommst, macht das schon Sinn, ne?
So, da haben wir das. Das kommt hier hin, das kommt hier hin. Das, das. Ja, Sprengladung nehme ich nochmal mit. Ich nehme auch nochmal mit von dem bisschen was. Ich nehme nochmal zwei Keys mit. Für den Fall der Fälle, falls wir noch was finden. Was haben wir noch hier? Wir haben hier noch Froscheier. Wir machen das mal so. Was habe ich noch? Eine Brennstoffzelle brauche ich nicht. Davon nehme ich nochmal was. Zwei Granaten habe ich dabei. Das sollte reichen. Und ich nehme hier nochmal zwei mit und dann sollte das auch reichen. Gut, gehen wir nochmal rein. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich, wenn wir reinkommen, gleich links oder geradeaus. Ne? Ich glaube geradeaus. Ja, auch eine Option. Hm. Wie gesagt, wir müssen nicht jede Kiste haben. Ne? Aber mit den grünen Quarzen haben wir jetzt eine ganze Menge eingesammelt. Das reicht auf alle Fälle jetzt für unsere Figuren. Und auch für eine neue Mission werden, falls wir noch eine machen, mit grünen Quarzen. Vielleicht haben wir nochmal das Glück, auf eine 5er-5er zu treffen. Die würde ich auf alle Fälle nochmal mit euch machen. So, hier sind wir rausgekommen. Hier müssten wir nochmal reinschauen. Ja, machen wir einfach mal. Hier ist auf alle Fälle auch zu. Und das andere müsste ja fertig gewesen sein. Ja. Ja, ich glaube, es macht keinen Unterschied, aber ich würde das trotzdem dieses hier markieren, dass wir nicht durcheinander kommen. Hm. Ich denke, hier könnte auf alle Fälle noch was erscheinen. Ja, siehst du, läuft. Oh, sehr schön. Sehr gut, ne? Zwei, dass wir in der zweiten Etage unten sind, das ist doch ein netter Hinweis. Oh, sehr schön. Was für die Handelsraketen. Da hat man auch lange nichts, muss ich sagen. Da sah es ein bisschen mau aus. Das scheint aber dann auch so zu sein, dass wir noch einen Raum eventuell haben, ne? Den wir noch finden können. Was hat der hier? Ne, das brauche ich nicht. So. Sind wir hier schon durch? Überall? Scheint so, ne? Die haben wir auch. Jo. Dann sind wir hier schon durch. Das ist ja ein Ding. Da geht's wieder hoch. Die hat man schon. Da gehen wir da lang. Ah, ja. Sehr schön. Ja, wie gesagt, es wäre möglich, dass wir noch was finden. Noch einen zweiten Raum. Muss aber nicht sein, ne? So, hier haben wir auf alle Fälle mal was für unsere Bombe. Das wird jetzt nochmal was hier. Hier fehlt eine Kiste. Hier fehlt auch die Kiste. Aha. Das ist ein bisschen anders, ne? Kann jetzt gut sein, muss es aber nicht. So, dann gehen wir hier raus, wenn wir fertig sind. So, ist die Kiste hier da? Ja, die ist da. Okay. Diese Kiste fehlt auch. Na gut. Man kann nicht alles haben, ne? So, wir gehen hier hinten mal raus. Wir schauen hier. Da ist noch ein Träger. Ich mach den mal weg.
Auch wenn es für uns jetzt nicht ganz so wichtig ist. So, da sind wir rein. Dann wird man hier weitergehen. Wo sind wir denn hergekommen? Von da? Okay. Ja, da sind wir rausgekommen. Da waren wir drin. Hier kommen wir raus. Dann sind wir hier eigentlich auch fertig. Dann ist das Schiff jetzt schon fertig. Das ist ja... Seltenheitswert zwar 5, glaube ich, ne? Das liegt aber dann wahrscheinlich auch an dem Biom hier. Denke ich mir mal. Und... hier war wirklich nichts weiter. Und Schwierigkeit war 4. Ja gut, dann ist das so. Ich fliege nochmal hier rüber. Vielleicht ist hier noch was verbogen. Vielleicht auch hier zwischen den Wasserfällen, Sandfällen, die haben wir ja nicht so direkt geschaut. Ja, das ist nichts, das ist auch nichts. Okay, wir können mal hier hoch. Um unser Glück probieren. Da scheint auch nichts zu sein. Ja, ich gehe nochmal hier hoch. Da siehst du. Das hat sich doch nochmal gelohnt hier, ne? Da ist aber trotzdem nichts. Schade. Juhu! Geronimo! So, was haben wir denn hier noch? Sehen wir was? Da schaue ich dann noch mal rein. Ich glaube, hier waren wir schon. Ja, das war die komische, ne? Die ein bisschen rumzuckt. Ja. Das sieht mir doch ein bisschen komisch hier aus. Okay. Haben wir auch nichts. Okay. Alles sehr dunkel hier. Ja, sieht nicht so aus, als ob hier noch was wäre, ne? Dann... Was ist das hier? Den kann man hier so auch nichts drin, oder? Nee. Nee, das ist auch nichts. Kommen wir hier hoch? Oh, cool. Ja, da würde ich mal sagen... Hier ist nichts weiter. Dann kehren wir heim. Schöner Ausflug. Wir haben wahnsinnig viele grüne Quarze bekommen. Das schauen wir uns gleich mal an. Hm, ja, hier ist viel Rotes. Warte mal, das müssen wir mal so machen. Ja, so. Dann können wir das hier auf alle Fälle noch rüber tun. Genau. Und die blauen würde ich noch mal ganz gerne hier dazu machen. So. Dann haben wir das auch. So, dann kommt das hier rein. Das kommt rein. Das kommt rein. Das andere bleibt drin. Hier können wir noch mal was essen und trinken. Dann haben wir das auch erledigt. Und hier haben wir jetzt ja, ein paar grüne. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Das ist doch eine feine Sache. Da können wir nächste Folge dann den Rest aufbauen. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei Sachen an Dings gefunden. Da müssen wir mal gucken. Das kann ich gleich nochmal einlösen hier. Aber ich glaube, den Roraro haben wir schon. Ne? Ich würde das mal hier mitnehmen. Wir nehmen mal die hier mit.
Ich habe zwar eigentlich kein Interesse mehr, Raketen hochzuschicken, weil fürs Terraforming ist es nicht notwendig. Die nehme ich nochmal mit und das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit hier. Ja. Hier können wir zum Beispiel das einfach schon mal reintun. Dann haben wir mittlerweile auch 3 drin und dann haben wir das Maximum hier, was es bringt, auch erfüllt. Ja, schauen wir mal. Ne? Umso schneller ist sie wieder da, die Rakete. So, Bäume haben wir gemacht, Schmetterlinge haben wir gemacht, aber da können wir auch gerne nochmal nächste Runde, eine gemütliche Runde machen. Gehen wir nochmal auf Schmetterlingsjagd. Ja, ist wie bei Winnetou hier, der Schmetterlingsfänger. Da war auch so ein komischer Gnome. Mhm. Ja, die würde ich jetzt mal hier reintun. So, und den Rest würde ich mal hier in die Genetikabteilung machen. Das kommt dahin. Was haben wir denn hier Schönes? Da kommen die nochmal hin. Jawohl. Dann Bäume kommen hier rüber. Da haben wir dann nochmal schöne 2 Bäume. Und die Dressdinger. Wo haben wir das hier hingezahlt? War das hier mit drin? Hier waren die mit drin. So, ordne ich mal. Roraro haben wir hier. Roraro, ich guck mal. Das war nix. Wir prüfen, ne? Das war's, ne? Roraro, ja, leider. Gut, egal. Das sind die 2 aus der Rakete. Watteo und Video. Wie gesagt, Video sieht wirklich toll aus. Ja. Und ich werde hier noch 2 setzen und hier noch 4. Das sind wir bei 6. Das sind wir, ja, dann haben wir immer noch 4 grüne übrig. Reicht vielleicht nochmal für einen Ausflug, für ein schönes 5er-5er oder so. Werden wir sehen. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten, fürs Dabeisein und ich sag mal bis zum nächsten Folge am nächsten Tag, sprich morgen. Also, wer will, ihr seid gerne eingeladen und gerne das Däumchen nicht vergessen. Ihr wisst ja, das ist immer lebenswichtig für so ein Video, für den Kanal etc. etc. Gerne auch einen Kommentar oder eine Frage oder einfach was euch einfällt, was ihr denkt, was mal besprochen werden müsste. Bis dahin sage ich vielen Dank, macht's gut und ciao, ciao.